Ja. Was ist denn wieder mit der Polizei los? Die sind wieder total aggressiv. Kannst du das verstehen? Nein, aber ich habe ein neues Gebäude markiert. Ein Geschäftszug. Ich sag Au! doch, die sind wieder total aggressiv. Au! Guck sie dir Au! doch mal Mein an. Knie! Junge, mein Mann. Knie! Da hörst du von meinem Anwalt, verklage ich dich wegen meinem Knie. Was soll denn die Scheiße? That one was for you, Johnny. Ich hab doch Mann. sowieso so ein kaputtes Knie und dann wollt ihr mich noch Ja. mehr zum Krüppel machen. Da müssen wir eigentlich Ah, hin. du hast mir auf die Schallenbrille geschlagen. Daniel, Ich du musst mal umdrehen, bitte. weiß nicht, wo ich hin muss. Ja, ich sag dir, Okay. ich geb dir GPS an, weiß ich Junge. Okay, sei mein Navi. Jess, fährst du geradeaus jetzt nach links? Hier nach links, gut, gut. Und da vorne nach Noch rechts? rechts. Und da wieder nach Und links? dann wieder nach links, aus dem Weg hier. Da fährst du im Kreis? Hier, da links, oder Und was? da weiter geradeaus nach Und oben? geradeaus. Und da sind wir schon da. Oh ja, Sein da. Planet Saints, ey. Oh Bist du mein dämmert? Gott, Daniel, ey. dein Planet Saints. Aber es ist noch zu früh, sich was an. Oh mein Gott, da war ein Professor Genki. Wo? Und da vorne, da hinten. Oh mein Gott, er läuft schon wieder Amok, Scheiße. Oh Warte mal mein Gott. kurz. Pass auf, ich weiß nicht, ob er irgendeine Waffe dabei hat. Also bis jetzt tut er nur irgendwelche Leute angreifen, aber wer weiß. Also bei mir steht er bis jetzt hier nur rum. Was? Hier steht er doch. Er war so, aber irgendwie greift er bei mir keinen an. Jetzt greift er wen an. Er hat den Fall in die Eier gepuncht. Oh, Sorry, und dem Freunde. auch, scheiße. Fuck, Professor Genki. Fuck. Wenn wir uns nicht mit Professor Genki anlegen, ist er unser bester Freund, siehst du? Wir können uns gar keinen besseren Freund wünschen als Professor Genki. Hat er gerade den Mann in Einzelteile geschlagen? Ja. Oh, scheiße. Oh, in die Eier. Hast du das gesehen? Direkt straight in die. Genki! Oh mein Gott. Reality Climax! Er ist voll wahnsinnig geworden. Und der Typ da fährt mit dem Motorrad irgendwie gegen die Wand. Oh, oh fuck. Ja. Ah ja, was will denn ohne Professor? Oh, Professor Genki, warte. Jetzt lass doch diesen hilflosen. Oh. Oh. Oh, Scheiße. Oh Oh mein Gott! nein. Oh. Oh, er läuft voll Amok. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn wir ihn jetzt angreifen, sind wir dem Tode geweiht. Aber bei Professor Genki funktioniert ja auch leider kein Molluskenwerfer. Das wäre voll cool. Hey Genki, how's it going, Genki? What's up, man? Was hab ich? Will ich nur. Oh oh. Du Ich hab spielst mit grad. dem Feuer. Du spielst mit dem Feuer. Oh. Daniel, wir haben ein Problem. Was denn für ein Problem? Willst du etwas sagen, Professor Genki ist wütend auf dich? Weiß nicht. Oh shit, er ist echt wütend auf Ja, doch, kann schon sein, dass er wütend auf dich ist. Das ist natürlich nur eine Vermutung. mich. Ich probier es aus, au. Ich will ja nichts mutmaßen oder so. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass er böse auf mich ist. Nein, er ist nicht böse auf Nein. dich. Nein, ich habe immer noch nicht das Gefühl. Ei. Nein. 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 Oh Oh. Gott. Oh Gott. Er geht jetzt auf dich los? Sie. Nee, jetzt geht er wieder auf Hilflose los. Nee. Kacke. Er ist hinter mir her. Hauptsache, er hat mich einmal gepuncht. Ja, ich weiß ja nicht. Irgendwie läuft er die ganze Zeit nur im Kreis ohne. Oh fuck. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass Professor Genki mich hasst. Aber wenigstens tritt er dir nicht in die Eier. Sieht man. Oh fuck, Er ja. hat damit verpasst. Hast du das gesehen? Die dumme Ja, er Schlampe. hat von dem Bitch-Slap verpasst. Ist so, Mann. Ist so. Aber Red Skull Guy ist Red Skull Guy. Don't give a shit, man. Was soll das? Was wird das hier? Ah! Oh. Oh, fucker! Oh!
Ich will, don't do that. Oh fuck. Oh fuck. Oh ah. Er weiß gerade nicht, wie er verprügelt ist. Jetzt rennt er hin und zurück. Ne, jetzt ist er wieder. Fuck off! Ich bin doch am Sterben, sorry! Ah. Hilfe! Wo ist er denn? Da ist er. Molestenwerfer, komm schon. Das funktioniert nicht. Das ist unethical. Na, vielleicht können wir uns Verstärkung holen bei dem Lucadore da. Scheiße, nein. Lieber warte, nicht. Warte, Daniel, ich hole jemanden. Ja, genau, hol uns Verstärkung. Wir brauchen Hilfe. Scheiße. Irgendwer muss ihn noch aufhalten können. Ja, ich hab oh den Gott, besten Mann geholt. Oh, da. Ja. Oleg, what the fuck? Nein, Oleg, du sollst doch dich im Professor Genki kümmern. Oh, scheiße, unsere Tussi. Komm her, Daniel. Oh, scheiße, unser Saint ist tot. Nee, doch nicht. Oh, fuck. Oh. Irgendjemand muss uns doch helfen können. Ah. Oleg, hilf mir. Oleg, ah. Da kommt er, da kommt er. Nein, scheiße, was macht der denn? Der greift die scheiß Luchadores an. Vielleicht muss ich Oleg nur kurz ein Zeichen geben, dass das der Gegner ist. Ich weiß ja nicht. Oh, Genki! Irgendwie. Oh. Irgendwie tötet Oleg gerade alles außer uns. Ich glaube, ich Professor Genki ver. Oh! Oleg! What the fuck? Was macht Oleg denn jetzt? Oh fuck! Oh shit! Oh scheiße! Alle haben sich gegen uns verschworen! What the fuck, man! Was hast du getan? Ich habe überhaupt nichts gemacht, ich habe nur da rumgestanden, ohne Scheiß! Was soll der Mist, man? Mach mal kurz, das ist eine Markierung! Alter! Ja, das ist von der Mission, die, ja. Das machen wir jetzt. Ja. Mei! Vielleicht rufe ich uns da mal jemanden zur Stärkung oder so. Nein, Daniel, wir sind verflucht. Kann ich Dingens. Nee, Oleg kann ich leider nicht rufen, aber dann rufe ich irgendjemand anderen, scheiß drauf. Bin das schon gekauft? Nö, ich nicht. Halt, stopp. Ich nicht. Keine Ahnung, ob du es schon gekauft hast. Ich hab's gekauft anscheinend. Warte. Ja. Okay. Ich hatte es noch nicht. Okay, auf geht's. Fahr uns zu der Markierung. Oleg! Ja, was soll der Scheiß, Oleg? Wozu rufen wir den Wichser überhaupt noch? Ich meine, klar, erst hat er uns geholfen, aber dann hat er uns einfach schon wieder hintergangen. Vielleicht hasst er uns immer noch. Warte, das Ding habe ich schon nicht. Egal. Vielleicht hasst er uns immer noch für das, was wir ihm mal angetan haben. Wir haben Oleg aber nichts. Oh, warte kurz. Oh, warte, die Markierung ist weg. Scheiße. Die Zeit ist abgelaufen. Verdammt! Oh. Wir haben zu lange gebraucht. Oh, du bist da hinten. Ja, ich hab das Ding gekauft. Okay, warte, ich werd's auch kaufen müssen, ja. Daniel. Was denn? Wir haben halt Grim Jobson jetzt, quasi okay. Komm mit! Oh nein, warte kurz. Ich will kurz ein Auto tunen. Also ist auch ein Autotune. Ah, what the fuck? Nö. Ja, aber wir sind gesucht, von daher geht's nicht. Ah. Komm, der eine scheiß Stern. Ich widme die Typen denn am leichtesten los. Wir teilen uns auf. Ich fahr jetzt zum Gebäude, das ich kaufen will. Ich will mein Auto aufmotzen. Oh, und hier ist noch ein Friendly Fire. Oh, da ist eine Bandenoperation in der Nähe. Daniel? Ja, aber ich will auch das scheiß Auto aufmotzen, Mann. Ach, Manu. Nicht nur dich. Nicht nur dich. Diese schöne Karre aufmotzen, darf ich aber nicht. Weil das Spiel scheiße ist. Ja, voll. Das heißt, da geht uns Oleg, ein wütender Katzenmann, attackiert uns. Ja, ist so. Und dann bringt er Oleg in seine Gewalt und tötet mich. Genau, das war eigentlich Professor Genkis Schuld, der hat ihn hypnotisiert. Ich hab das von Anfang gewusst, schon im Moment, wo Oleg reinkam. Ja, er war nicht so wie sonst. Wusste ich, dass irgendwas faul ist. Ich hab's predicted, Daniel. Professor Genki, dieser miese Motherfucker. Ja, haben die Leute gesagt, ich bin verrückt. Irgendwann gibt's Rache, irgendwann. Verschwörungstheoretiker. Irgendwann gibt es dafür Rache. Komm mit mir.
Selbst ein Bandoperationsverschwörungsprotokoll, das vernichtet werden muss. Verschwörung. Oh mein Gott, jede Menge Claudius. Ah, ja. Ficker. Oh, fuck. Guten Tag. Ach man, schon wieder daneben, gibt's doch nicht. Hallo? Was soll der Mist? Ich verschieße hier meine ganzen Molusse jetzt, der. Na, oh, toll, und der Typ stirbt sofort. Eieiei. Fick dich, Claudio, fick dich. Warum hat er auf uns geschossen? Der war mein Untertan. Oh shit, da kommen noch mehr Claudius. Puh. Hi Daniel. Alles noch dunkel. Ja, ja. Wow, die haben mein Nummernschild kaputt geschossen. Wow. Jeeha. Wohin fahren wir eigentlich? Ja, wir haben unten ja noch Sachen zu kaufen. Achso, da in dem kleinen Stadtteil, ja. Da, wo Professor Genki war. Nee, das ist ja ganz schön kleine Stadtteil. Fuck. Ah ja, stimmt. Da war ja was. Oh, warte, was ist das? Das ist ein Monstersprung. Oh. Die müssen wir auch alle finden, ne? Die Frage ist, das sind Teil der Herausforderung. Die Frage ist, wie wir das machen. Ich meine, die sind ja nicht irgendwo markiert oder so. Das wird ein Problem, Mr. Patze. Die müssen wir irgendwie finden. Ja. Oh, fuck. Hier ist ein Tattoo-Studio. Willst du dir nicht ein tolles Tattoo stechen lassen? Nein? Nö. Du bist doch hier, Mettler. Die lassen sich doch Tattoos stechen. Sollst du doch heute jeder ein Tattoo stechen? Ah, ich hab nicht hier noch Geld, kacke. Ja, ah, was ist denn hier los? Dann gib mal Geld ab. Fick dich, Claudio. Oh, kacke. Halt zum Umfallen. Das sind Chris Schergen. Nee, ich hab kein Geld mehr. Ich hab gerade eben alles abgehoben. Okay. Komm mit, Daniel. Jo. Auf geht's. Wir machen dann weiter, Professor Genki. Vielleicht fallen wir in seine Gnade. Nein, ich will Rache von Professor Genki. Irgendwie eines Tages werden wir Rache finden. Das wird uns dieser Motherfucker büßen. Dass er einfach unseren besten Freund verhext hat. Like a fucking piece of shit. Oh. What the fuck? Noise. Very noise. Genki, what the fuck? Was ist das? It's a great day for PG. That's nice. It's always a great day to watch. Oh, unethical. Oh. Today's contestant knows all about shooting people with a magic challenge. Usually such violence would give you a fucking she. Buttercup and a fierce shower. But in this event, anything goes. Ethica. Oh shit. Was? Ich bin Elektro-Dings gelaufen. Oh shit. The present just appeared in the arena. Yes. Oh fuck! Es war nur ein Money Shot. Hui! Ah! Ha, grad noch so. Oh, shit. Fuck, ich muss nachladen. Ah! Da oben ist einer, der hat's versteckt. Dummer Johnny Get. Oh, wow! Wow! Oh ja, der Hunter, Daniel. Hä, was ist denn ein Hunter? Ja, ein Boss. Wie ein Boss? Wo? Wo ist der Boss erschienen? Der ist irgendwo da hinten. Hä? Cool. Und wie sehen die Hunter aus? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Typische Syndicate-Schläger. Achso, Schläger. Was haben wir denn hier? Oh, da, Etikett. Okay, hast du schon. Etikett. Der ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte erschienen oder so. Keine Ahnung, also da, wo wir hin müssen am Ende. Das ist noch ein scheiß Hotdog. Oh! Wow!
Das ging schnell. Das Ding fackelt nicht lange. Oh! Achtung! Wow! Jetzt! Oh, fuck! Oh, scheiße! Fuck, man muss den scheiß Moment aber auch so perfekt abpassen, das gibt's gar nicht. Ui. Professor Genki. Oh. Oh. Wow. Oh mein Gott, da ist der Boss, da ist der fucking Boss. Wie sollen wir den denn besiegen? Oh shit. Okay, irgendwie trifft er mich nicht, das ist gut. Er hat auf mich fokussiert. Hast du... Du bist tot? Oh, okay. Was auch angeschaut, ich dachte, vielleicht könnte ich durchrennen, aber leider hat der Minigun-Typ in mich fokussiert und ich dachte, weil er dich fokussiert hat. Ich glaube, wir müssen ihn besiegen. Oder? Oder gibt das nur extra Kohle, wenn wir den besiegen? Gibt eine extra Kohle. Wo ist denn hier jetzt? Oh, da! Right you are, Bobby. Today's contestant knows all about shooting people in the face. Usually, such violence would give you a cellmate named Buttercup and a fear of... Bam, bam, bam. Also, Professor Genki ist so das Einzige, wo man sich beim Schießen mal wirklich anstrengen muss in diesem Spiel. Ja. Yeah. Weil da darfst du echt nicht getroffen werden. Da musst du auch mal ein bisschen in Deckung gehen oder so. Ethical! Warum erscheint er jetzt schon? Ah. Eieiei. Ah. Was ist jetzt